Benni, über 1000 Quadratmeter musst du putzen. Ja, wie lange geht das, bis das durch ist, wenn man anfängt? Du musst ja am 10 Uhr auftun. Wie lange musst du vorher anfangen? Also wir sind zwei, die zu mir schauen, der Miguel und ich. Und es ist so, der fährt eigentlich am Morgen um 6 Uhr an. Und dann ist um 10 Uhr ist eigentlich alles parat. Jetzt, letzte Nacht hat es natürlich geschneit und geregnet. Dann sind wir immer zu zweit. Auf um 6 Uhr an mit Putzen zu zweit. Und dann sind wir um 10 Uhr parat. Und wenn es über den Tag durch Schnee und Regen geht, was hat das für Auswirkungen auf die Zeit? Müsst ihr dann nachher mehr putzen? Also Regen kommt uns immer zu gut. Das hilft immer ein bisschen einzugeben. Wenn es schneit, sind wir eigentlich permanent am Putzen. Und sonst, wenn es ein normaler Betrieb ist, sperren wir am Nachmittag einmal sperren, das Haupteisfeld, und dann putzen wir. Und sonst putzen wir gerne ein bisschen putzen, einfach je nach Leute und je nach Abrieb, was wir haben auf dem Eis. Vom 10 Uhr bis zum 10 Uhr am Abend ist ja Betrieb. Geht ihr nachher auch noch mal putzen oder macht ihr das erst am Morgen? Nein, nachher am 10 Uhr putze ich dann noch einmal putzen. Das geht so in der Regel zwischen 12 Uhr, halb 1, 1. Je nachdem, wie viele Löcher ich zu flicken habe. Ja, sollten wir dann fertig sein. Gestern war eine Eröffnung, sicher viel Leid auf dem Eis. Es hat so eine Zusatzschicht gegeben. Nein, gestern ist natürlich immer so eine Eröffnung. Machen wir fast nicht an allen Orten. Sind eben wir dann noch Eisstockschiessen, die ich auch betreue, und hier ein bisschen Helfabraum auf der Piazza. Es ist noch so schwer. Gestern hatten wir ein bisschen Probleme. Es ist immer so, wir probieren das Eis möglichst viel zu brechen, bevor es aufgeht. Aber dann, wenn wir so viele Leute haben, gibt es einfach immer eben ein bisschen Löcher. Dann sind wir da auch noch dran am Flicken. Ja, es wird uns immer nicht langweilig hier. Immer etwas zu tun. Du bist ja immer auf einer Maschine vom Eis, aber selber einschleifen, ist das auch ein Thema? Ja, wenn ich fahren kann, tue ich nicht mehr so viel Schleifschuhe, ehrlich gesagt. Also lieber auf einer Maschine, wie mit der Schleifschuhe, wenn ich auf dem Eis. Ja, es ist ja immer schwer, wenn irgendetwas ist, mit tun noch Samariter, wenn irgendetwas passiert. Und wenn man Schleifschuhe an hat und etwas passiert, ist blöd. Was wir natürlich machen, wir gehen zu Fuß, machen wir immer rund in den Schuhen, um zu schauen und zu kontrollieren, wie es jemand läuft. Also schon, ja. Also Schuhe ohne Spikes dran? Ja, einfach da unsere Werkschuhe, die haben so ein Lederprofil unten dran, das hält schon. Ja, merci vielmals.